Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich bin immer noch zu Besuch bei der Damakasch. Hallöchen! Und wir bauen weiter am Haus. Also ich beginne gerade mit den Dacharbeiten und schaue, ob am Ende was rauskommt. Das finde ich ja tatsächlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, Dachdecken, das finde ich ja das Fürchterlichste, was man machen kann bei Minecraft, ne? Ja, es ist schwierig, aber wenn man mal Dach gedeckt hat, dann ist eigentlich nicht mehr ganz so kompliziert. Ja, das macht aber echt überhaupt gar keinen Spaß. Also Dachdecken finde ich Na total gut. ätzend. Ich sag mal so, wenn man kein 0815 Dach machen will, dann ist richtig. Ja. Dann ist schon mit Arbeit verbunden. Ja, das ist. Ich glaube aber auch, das liegt ja. Ich gebe ja da dem Marder-LP die Schuld, ne? Dass ich das so hasse. Der hat ja im Village, da ist so eine kleine Siedlung entstanden, ne? Und die ist sehr, sehr verwinkelt und sehr eng zusammengebaut. Und die haben wir zusammen gemacht. Und ich war verantwortlich fürs Dachdecken. Oh. Und ich sage dir, das ist so verwinkelt, das ist echt ätzend. Ich bin auch immer noch nicht fertig. Also ich habe das immer noch nicht zu Ende gebracht. Immer mal so ein bisschen und dann reicht es mir auch wieder, ne? Weil dann bist du am Bauen und dann musst du es wieder wegmachen, weil dann passt es doch nicht so. Und ach Gott, ist das ätzend, ey. Ja, das ist doch, das ist schon nicht immer leicht. Au. Abgestürzt. Aua. Wegholen. Mache ich dann nämlich rundum noch Erde rein. Netter als Sand. Upsala. Also ich habe ja so eine Schaufel, ne, die gibt mir ja auch echt auf den Keks. Weißt du, da darfst du nur die Maus ganz kurz anklappern, weil die So, bisschen Schlagmilch und keine Ahnung was weiß, es ist echt nervig. hohe Effizienz, wo gleich die Ja, halbe da Gegend bist du einmal. weggerissen wird. Ja, genau, da stellst dich hin und dann sieht es aus, als ob ein Creeper explodiert ist. Ja, bei Effizienz 4 oder 5, da wird schon da ein Drücker zu viel und hat ein Riesenloch reingemacht. Ja, das ist einfach echt ein bisschen lästig. Ist aber bei den Dings genauso, bei den Spitzhacken. Ach so, wenn du dann da und ja, Wenn da die habe ich Effizienz so hoch ist und dann baut er gleich die nächsten zwei Blöcke. Ja, man verbaut sich irgendwo, will einen ja. Block wegnehmen und reißt er gleich Ja, drei ja. Blöcke weg. Weil einem die Spitzhacke auskommt, wenn man abgerutscht ist. Ja, und das passiert ja einfach auch schnell mal, ne? Also das ist ja einfach so. So. Das ist, ja, so gefällt mir das doch ganz gut, glaube ich. Nochmal. Ja, das, glaube ich, so lassen. Sehr schön. Ja, das Creeperloch, das muss ich mal noch zumachen. Aber so passt's, glaube ich. Okay. So ein kleiner. Ach, das ist ja nett. Jetzt könnte ich hier natürlich. Ich Ja, da glaube, mit dem könnte man. rötlichen Dach, das müsste passen eigentlich. Also von, ich sehe das jetzt hier nur von der Seite. Es passt dann halt zum Rest des Hauses, ne? Ja, das auf jeden Fall. Dass man da doch irgendwie wieder auch designmäßig irgendwie eine Verbindung dazu bekommt. Wo es ist dann doch etwas integriert auch in den restlichen Bau. Guck mal von hier hin. Da kann man das nämlich immer ganz gut sehen, hier vom Berg aus. Na, komm schon hier. Ach doch, das, ja, das passt doch. Ja. Ich habe nur kein Holz mehr. Ich habe noch, ach ja, nicht besonders viel, aber ein bisschen Akazie habe ich hier noch. Warte mal. Ich pack das mal hier rein in die Truhe und guck dann mal im Lager, ob da noch was ist. Ansonsten müssten wir fällen gehen wahrscheinlich. Ah ja, da ist noch Treppe, Holz. Ich schau mal, ob ich im Lager noch was finde.
Aber ich glaube, Akazie haben wir insgesamt nicht so viel, weil die Bäume relativ ätzend zum Fällen sind. Weil die ja Akazie. nicht so gerade hochwachsen, weißt? Das ist ja Richtig, immer. aber normalerweise eigentlich finde ich trotzdem nicht so schwer. Nee, aber es gibt schönere. Nee, hier ist Richtig, aber tatsächlich wenn nicht so man hat wirklich was. diese großen Eichenbäume. Oh Gott, ja, die brauchst du ja gar nicht anfangen. Richtig, wenn da die, wo, da sind ja die Baumstämme kreuz und quer die Ja. Äste verteilt. Ja. Das macht keinen Spaß. Das stimmt. Da werden wir Da noch sind ja mal. die Tropen, also quasi halt Ja. die Dschungelbäume ja fast schon Genau. einfach. Ja, ich mag halt gerne. Schwarzeiche, finde ich, kann man ganz gut fällen. Das finde ich ganz cool. Ja, genau, Schwarzeiche geht gut, aber da kann man auch die dicken Bäume machen, die gehen trotzdem Ja. meistens nur nach oben. Ja, also die finde ich, kann man ganz gut machen. Und am liebsten holze ich halt Fichte ab, ne? Das ist halt Ja am gut, die bequemsten. Fichte, die ist relativ kommod. Ja. Halt ganz, ganz komfortabel so. So, es ist, glaube ich, schon wieder, die Nacht bricht herein, ne? Ich glaube, diese Nacht lege ich mich hin, dann sprenge ich wieder alles in die Luft. Ah, ich möchte nur da die eine Stufe platzieren, ich schaff's irgendwie nicht. Bin gerade so blöd. Als sei es verkehrt dran Bord. Wolle, was Ah, ich alles jetzt. mit mir rumschleppe. Was man halt immer, weißt, wenn die Viecher hier irgendwelche Creeper explodieren und dann irgendwas kaputt machen, du hast halt auch immer so viel Mist in deinen Taschen, ne? Also. Na gut, dann kann man es ja schlafen legen. Sehr gut. Beverlys Bett muss wieder herhalten. Ah, ist groß genug. Ja. Wunderbar. Räume ich mal mein Zeug noch aus. Ich habe nämlich noch so Zeug in den Taschen rumfliegen. Ach, ich wundere mich, warum habe ich normalen Stein abgebaut, aber ich habe ja auf meiner Spitzhacke jetzt Behutsamkeit. Das hatte ich vorher nicht. Ja, da muss man immer aufpassen. Wenn man Ja. mal wirklich dann Bruchstein braucht, dann hast du aber nur die Ja, Spitzhacke ja. mit. Ich habe gar keinen Hunger. Okay. Da, 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 Akazie. Ich wollte Setzlinge mitnehmen, genau. Genau, Karte werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Setzlinge mit, die kann man dann gleich bauen und dann können wir meinetwegen abholzen gehen. Eine Fledermaus gehört. Okay, ich gehe mal hinten in den Wald, ne? Ich habe ja hier den Abholzwald. Da gehe ich mal gucken. Hier mir Schnappe. So. Ja schon zwei neue bauen. Abholzen hier. Da auch schon so angesammelt hat jetzt an Bäumen hier hinten. Aber man überlegt, dass hier echt so gut wie gar nichts stand. Na gut, mit der Zeit Ja, mit der Zeit wird hat es man dann halt. einfach echt, das wird dann einfach, ja. Gerade wenn du auch so mit mehreren Leuten auf so einem Server spielst, ne? Also das, dann hast du, also viel von dem Wald hat Hiro ja zum Beispiel angepflanzt. Ne? Der ist, hat da ganz am Anfang ja schon gemacht. Man Wenn braucht halt teilweise auch viel Holz. ja, natürlich. Und dann brauchst du ja auch ein bisschen unterschiedliches Holz, ne? Also weil dann baust du das eine damit und das nächste baust du damit und dann, ja, dann ist das halt so, ne? Also.
Da habe ich alles. Ich glaube schon. Setzlinge mitnehmen, die bloß nicht vergessen. Kann ich natürlich nicht vercraften, so. So. Bisschen was Akazie habe ich jetzt. Ich bringe dir das gleich mal. Oh, ich bin schon wieder abgestürzt. Ich sollte mir irgendwann die Zwischendecke vielleicht mal einziehen. Bin ständig nochmal runterfallen. Ja, aber das passiert mir auch laufend. Deswegen sage ich ja, habe ich ja das Iron-Ding auch noch nicht verkleidet. Bei mir ist ja ganz bange geworden, als mein Mann da oben rumgekrebselt ist. Das ist ja auch im Survival-Modus entstanden, ist nicht im Creative gebaut, ne? Und da kriegt man schon Angst, also muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich überlege gerade, ob ich das Dach oben in der Mitte ein bisschen abflach. Das kann man ja mit... Weil sonst ist das Dach höher als unten der Raum. Ach so, ja. Und das passt dann gleich von den Proportionen nicht ganz, wenn das zu hoch wird. Also ich hab dir Stufen reingetan auf jeden Fall. Ich guck mal, ob ich noch halbe Stufen... Also da... Hab, also Treppen habe ich reingetan. Halbe Stufen... Ich hatte ein paar von unten mitgenommen, aber ich weiß nicht mal, wie viel da in der Kiste waren. Ich bring noch ein paar mit rauf jetzt. Gucken. Lege ich unten in die Kiste mal rein. Da kann ich eigentlich... Baut man die noch um? Zack. Guck ich doch mal hoch hier. Upsala. Oh ja, wenn man da runterfällt, das ist dann schon ein bisschen schmerzhafter. Ja, das da fliegt man schon etwas tiefer. Ja, das würde ich auch sagen. Dann schon ein bisschen weh. Ich denke auch vom Dach her, das schließt dann wirklich quasi. Geht dann da so rein. Ach so, dass du. Das schließt sich da an und geht ja dann noch ein Stück drauf. Ja, ja. Das heißt, von der Terrasse oder da, schaut man quasi dann auch aufs Dach teilweise. Ja, ja. Weil es dann noch drei Blöcke nach oben geht. Ja. Muss man schauen, eventuell könnte man auch über das Dach hin dann Zugang noch machen. Ja, schauen, ich wollte gerade sagen, ausschaut. Das kann man dann ja offen, genau, das kann man ja so dass dann man da irgendwo da aufmachen, genau. Richtig. Vom Dach aus, ne, ja. Dass man vielleicht da auch dann rein kann. Das stimmt. Ja, ansonsten, wenn man nur quasi aufs Dach schaut und die Sicht verdeckt ist. Ja, aber da kann man ja auch irgendwas, das kannst du ja wie so eine, ja, da kannst du ja irgendwas anpflanzen oder, ach, da findet sich schon was, denke ich. Ne? Ja, müsste mal schauen, wie man das dann am besten macht. Ja, da findet sich schon was, das denke ich doch auch mal. Das sollte doch nicht das große Problem sein. So, jetzt euch unten gleich mal. Da kein Platz mehr. Bei dir eigentlich noch irgendwas Neues geplant, kanalmäßig? Also, ich habe eigentlich nichts Festes geplant. Das H1Z1, das ist ja ein Projekt, was ich, wo ich lange drauf gewartet habe, was einfach momentan läuft. Ansonsten so wirklich geplant habe ich eigentlich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Einzige, was ich ja für dieses Jahr so insgesamt geplant habe, ist viel mit der Community zusammen zu machen. Das ist dann zum Ende letzten Jahres einfach ein bisschen kurz gekommen. Aber ansonsten so was Großartiges Neues geplant habe ich gar nicht. Hast du irgendwas Neues geplant? Eigentlich auch nicht. Ich bin da sehr spontan. Es rennen die Sachen, die schon letztes Jahr gelaufen sind, rennen halt weiter. Ja, eben ja. Game Dev Tycoon, Craft the World und so. Ja, ja. Und alles andere ist teilweise spontan. Ich habe
auch angefangen, da ist mit anderen Civilization 5. Aber da ist halt auch Ja. immer so spontan, wann wer Zeit hat. Ja, klar, natürlich, Und ja. eben mit dem Aufnehmen, aber sonst irgendwelche größeren Projekte, wo ich jetzt sage, irgendwas nicht wirklich. Was Ist ich bei mir auch nicht. machen will, halt von den Spielen her, eben da, ich glaube, morgen im Cities XXL. Ah ja, Das, eben, weil ja. das habe ich mir vorbestellt und das wird gleich morgen, ist gleich vom Steam aus. Kommt's morgen raus? Ich weiß das gar Ja, nicht genau, genau, ich ja. glaube der fünfte war es oder was, der sechste, ich weiß jetzt nicht. Okay. Eben, dass ich das bringe, weil an sich, ich habe früher immer gern eben die SimCity-Teile und so gespielt. Ja. Und auch, ich hatte auch schon Cities XL und so und die Platinum Edition und wie es heißt. Und Ja. bei Steam ist so, wenn du ein Spiel aus der Reihe schon hast, dann kriegst du es quasi einen Rabatt von 50% beim Kauf. Ach so, okay, ja, okay. Weil die Vorbestellung kriegt gleich 20 oder 25. Und da aber ich schon die Vorgänger quasi alle hatte, Ach so, dann hast es ja, habe ich okay. so um die Hälfte kriegt, dann habe ich mir gedacht, ja, dann kaufe ich es mir auf jeden Fall. Ja, klar, ja. Ohne, dass ich mich jetzt ganz groß informiert habe, was alles neu ist. Ja, gut, aber das siehst du ja dann, Richtig, ne? ja, ich habe es auch immer recht gerne gespielt und der eine oder andere auch, hat auch schon gemeint, wenn ich es bringe, würde sie es bei mir anschauen. Ja. Ja, dass Ansonsten. das rauskommt, das habe ich schon mitgekriegt. Aber wie gesagt, ich habe momentan im Laufen einfach auch so viele Projekte bei mir. Ich habe da keine Kapazität frei, da noch irgendwas Neues Ja gut, anzufangen. das ist bei mir auch so. Ich meine, bei mir ist so, ich habe quasi mit Minecraft, das ist halt das Hauptprojekt. Ja. Da kann man sicher sein, das kommt im Normalfall alle 2 Tage, das kommt sicher. Und Ja. das andere halt, eben wie ich dazu komme. Also kannst du durchaus auch mal passieren, dass dann eine Woche oder so gar keine Folge kommt. Ja, also ich versuche ja auch bei mir relativ regelmäßig dann von den unterschiedlichen Projekten was zu bringen, Ja, ich ne? meine, Aber das wäre der Plan quasi für mich für dieses Jahr, irgendwie doch mal so einen ungefähren Kanalplan zu machen. ja, aber ich mache das ja auch zum Beispiel. Also ich sehe das ja auch, weißt du, dann kommt man dazu, das aufzunehmen oder das, und dann hat man vielleicht auch gerade keine Lust, irgendwas anderes zu spielen, und dann ist das halt so. Also da kommt bei mir auch, ich habe, wie gesagt, grob eine Vorstellung, wie ich es gerne haben möchte, aber ob das dann so klappt, das weißt, das steht halt auch immer echt auf dem anderen Blatt. Das ist halt so. Richtig, aber an sich, ich meine, ich möchte die Sachen schon alle auch weiterführen. Ja, Am ja. Anschlag gibt es halt generell, hat man halt Tage, da will man den Tag generell gerade nichts aufnehmen. Ja, Aber das ist dann, wenn einfach ich einen so. Tag habe, wo ich sage, ich nehme auf, dann habe ich auch kein Problem, dass ich jetzt, keine Ahnung, 3 verschiedene Spiele aufnehme. Ja, das Also, stimmt, das geht mir auch das so, ist dann, ja. das ist mir dann egal. Wenn ich aufnehme, nehme ich auf und da ist dann egal, wie viel und wie oft und Ja, ja, also, ja. da kann ich ruhig auch mehrere Sachen dann aufnehmen. Ja, das stimmt wohl, ja. Wir sind allerdings schon wieder am Ende dieser Aufnahme. Ne? Folge ist Oh, ist schon wieder schon wieder soweit. rum, ja. Dann komme ich mal vom Dach runter. Dann können wir Ich uns gehe auf ja deiner verabschieden und Zwischenstation. schlafen legen. Es ist schon Genau. wieder finster, Ja, bevor genau. irgendein Creeper wieder kommt. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Genau, bis Ciao, zum nächsten ciao. Mal. Tschüss.